So, da sind wir wieder. Wir sind immer noch hier im Tal der Verdammnis und wollen als nächstes mal bei der einsamen Hütte vorbeischauen. Und dort gibt es ein paar ganz verrückte Vögel. Die sind, ja, ich weiß auch nicht, was die da treiben. Bin ich hier in eine Idiotenshow geplatzt oder was? So ähnlich. Wer bist du? Ja, die eine Sache ist, wer wir sind. Wir sind natürlich Simon, aber wer das hier ist, ist die Frage. Das sind Rollenspieler, und zwar Pen-and-Paper-Rollenspieler, die in unserer Welt spielen, sozusagen. Und auch die Katze, sehen wir, hat hier Zuflucht gefunden und, ja, wird leider hier das Gefängnis finden, in dem sie Simon nicht mehr entrinnen kann. Mein Name ist Simon, aber meine Freunde nennen mich Simon. Was willst du hier? Ja, ich wollte nur mal vorbeischauen eigentlich. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Wir haben uns hier für dieses Wochenende getroffen, um Büros und Buchhalter zu spielen. Um was zu spielen? Das ist ein aufregendes Rollenspiel, das in einer Welt mit echter Industrie, Buchhaltern und Technik angesiedelt ist. Finde ich schön, dass sie tatsächlich aus D&D dann B&B gemacht haben, sozusagen, ne? Gut, ich würde gern mitspielen, natürlich. Oh ne, ist das sowas wie Drachen und Trolle? Finde ich gut. Ist das so etwas wie Drachen und Trolle? Was soll das Besondere an Drachen und Trollen sein? Davon haben wir im echten Leben genug. In diesem Spiel trifft man auf DJs, Politikers und Arnold Schwarzeneggers. Wir sollten jetzt besser anfangen. Kann ich zuschauen? Klar, aber bitte stör uns nicht dabei, okay? Ja, ja, schon gut. Okay, Politikers? Also na gut, wir können den beiden, wir können den fünf ein bisschen zuhören. Ja. Ich werde dann jetzt mal das Verhängnis für die Katze sein. Meiner dabei. Heißt Scott und ist ein Student der vierten Stufe. Mein Charakter heißt Dave und ist ein Fußballfan zweite Stufe. Ich habe Rupert, ein sechste Stufe Computerhacker. Und das war's für die Katze. Sie ist so panisch gewesen, dass sie einfach mal gegen die Tür rennt. Wo wir stehen geblieben sind? Und jetzt können wir sie einstecken. Wir sind von einer kapitalistischen Regierung gefangen genommen und des Pinguinschmuggels angeklagt worden. Genau. Okay, ihr sitzt jetzt alle in einer Zelle und wartet auf eure Verhandlung. So, wenn wir schon mal hier sind, was werdet ihr nun tun? Nehmen wir gleich noch ein paar von den Vorräten mit, die Jungs hier haben. Lasst uns lieber erstmal einige Sixpacks weghauen und ein wenig randalieren. Ich habe also auch einen Stuhl aufgehoben. Ja, danke schön, das ist freundlich von dir. Und hänge mich über den nächsten Computer. Wir stecken gleich mehrere Flaschen davon ein. Wozu soll das gut sein? Ich weiß gar nicht, ob er auch wirklich mehrere nimmt. Ich wollte nur mal hören, wie es klingt, wenn ich das sage. Na, schauen wir mal. Ich schmiere mir Schlamm und... Ich habe bereits drei Flaschen. Ah, okay. Gut, er zählt ab bis auf drei. Ansonsten lassen wir die Jungs jetzt erstmal in Ruhe. Das eine noch das andere. Wir werden dann später mal noch mitspielen. Aber erstmal lassen wir die in Ruhe. Und gehen wieder. So, wir wissen ja noch, die Goblins hier, die lassen uns momentan noch nicht so wirklich rein, ne? Aber das wird sich noch ändern lassen. Dazu müssen wir aber hier hin. An den Vulkanrand, und wir sehen schon, hier gibt es sehr freundlich aussehende Pflanzen. Sammeln wir erstmal ein, was wir hier so am Rande finden können. Das ist die Sprayflasche. Und außerdem ist das ein Pflanzenbuch. So ein Glück, dass irgendein Pflanzenforscher hier offenbar sein Ableben gefunden hat und sein Buch dabei hier gelassen hat. Schauen wir mal rein, was wir denn da so vor uns haben. Ha, die großen Pflanzen heißen Fressus Philus und sondern ein einschläfernd wirkendes Sekret ab. Das könnte durchaus nützlich sein für uns, dieses einschläfernd wirkende Sekret. Denn wir müssen ja irgendwie die Goblins unten beim Lager zum Schlafen kriegen. Ich würde sagen, wir trinken erstmal kurz eine Flasche aus, denn wir brauchen die einfach als Vorratsbehälter. So, wunderbar. Und jetzt brauchen wir irgendwie ein bisschen Sabber von denen. Blöderweise sabbern die ja gar nicht. Aber was können wir tun? Und ich sag mal so, das tue ich nur hier, weil es Simon the Sorcerer ist. Ansonsten würde ich das natürlich niemals tun, als Katzenfreund. Wir geben der Pflanze die Katze. Da bin ich mir nicht sicher. Simon gibt sie natürlich nicht hin, aber wir haben es geschafft, dass die Pflanze ein bisschen auf den Boden gesabbert hat. Wir behalten die Katze natürlich bei uns in der Mütze. Das ist der beste Platz, wo die Katze sein kann. Das Zeug sammeln wir auf. Und wir haben ein bisschen Pflanzenspeichel, und mit dem begeben wir uns jetzt mal ganz fix zum Goblin-Lager. So, runter hier. Und sprechen wir doch mal mit den Wachen. Nein, wir brauchen gar nicht mit denen sprechen.
Wir benutzen einfach den Pflanzenspeichel und packen ihn in die Becher. So. Und dann können sie einen auf uns bechern, wenn sie wollen. So, bei dem auch noch. Dass er es immer dafür wieder einstecken muss, ich weiß nicht. Gut, dann bechert mal einen, meine Freunde. Wie oft wir dir müssen sagen, zu verschwinden. Sonst, wir holen Henry den Menschenfresser. Nun, ich gehe wohl besser. Trinkt einen auf mein Wohl, bevor ihr wieder einschlaft. Henry klingt auf jeden Fall total sympathisch. Was ist denn los? Schmeckt's nicht? Schmecken seltsam, oder? Ja, es... es ist not... Wie konnte das nur passieren? Ich habe keine Ahnung. Welch ein Missgeschick. Na gut, wir gehen gleich rein ins Lager, aber wir nehmen noch dieses Signalhorn hier mit. Das kann auch nützlich werden. Geben Sie mal her. So, rein ins Mützel damit. Und los geht's. Gut, wir sind im Lager drin und dieses Zelt hier kennen wir von innen bereits, denn dort ist Simon reingestürzt, als der Löwe uns etwas nonchalant abgesetzt hat. Aber bevor wir da reingehen, sprechen wir noch mit dem Elf hiervon. Der ist, ja, ich weiß nicht, wie er hier reingeraten ist, aber er ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Alles klar, Kumpel? Oh, ein Mensch, wie barbarisch. Wie bitte? Nun, in jedem Fall ist alles besser als diese abstoßenden Goblins. Sie sind so unappetitlich und erst die Ogre. Nun schau dir meine Fingernägel an. Ich hatte seit Tagen keine Maniküre mehr. Wie soll man unter diesen grässlichen Umständen nur am Leben bleiben? Nun... das ist einfach nur abstoßend. Schau, ich... Wann hattest du das letzte Mal ein Bad? Welch teuflische Behandlung für einen Elf! Wie konnte man das nur tun? Ich weiß es nicht. Ich bade niemals. Oh, wie abstoßend. Bleib weg von mir, du schmutzige Bestie. Natürlich. Auf was für einen Trip bist du eigentlich? Wir Elfen werden uns nicht dazu herablassen, mit schmutzigen Menschen zu reden. Du bist ein Elf? Sieht man das nicht? Es ist fürchterlich, hier eingesperrt zu sein. Wenn du ein Elf bist, dann musst du ein Schuhmacher sein, stimmt's? Ich habe einen Laden hier in der Nähe, wo ich mein ganzes Equipment habe. Ich trage meines immer mit mir herum. Welch typisch menschlicher Kommentar. Ach, wie auch immer. Ich frage mich gerade, ob du mir einen Gefallen tun kannst. Ich weiß nicht ganz, warum Elfen Schuhmacher sein müssen zwangsweise. Vielleicht habt ihr eine Idee, worauf das anspielt. Ich weiß es nicht so genau. Also, ich kenne das nicht. Einen Gefallen? Irgendetwas Persönliches? Nein. Nun, ich möchte Folgendes von dir. Könntest du mir etwas Parfum besorgen? Es würde mir helfen, diesen Gestank hier zu überdecken. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich habe hier ein Stück Holz. Wow, das wollte ich schon immer mal haben. Wo muss ich unterschreiben? Ich möchte etwas Feminines. Achenor oder Loeden wäre toll. Hier ist meine alte Flasche, damit du das Richtige nimmst. Dankeschön. Und beeil dich bitte. Ich halte diesen Geruch nicht mehr lange aus. Verrückt! Ein Stück Holz! Ja, aber zum Glück brauchen wir ja auch ein Stück Holz. Von daher ist das schon ganz gut. Wir gehen mal hier ins Zelt rein, wo jetzt zum Glück niemand mehr drin ist. So. Den Raum kennen wir ja, aber hier gibt es noch was mitzunehmen, nämlich Essensrationen und Pfeffer. Und genau das wollen wir jetzt auch beides haben. Wir stecken den Pfeffer ein. Warum auch immer die hier Pfeffer mit haben im Herlager, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aber die Essensrationen genauso. Denn wir kennen ja jemanden, der Hunger hat. Unseren kleinen autistischen Freund, der da im vergessenen Wald rumrennt. Gut, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir einfach das Wasser hier in die Parfümflasche packen. Ja, das geht. Ich habe die Parfümflasche mit Soda gefüllt.
Und jetzt packen wir einfach noch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Nicht? Schade. Ein bisschen Pfeffer, dachte ich so. Vielleicht noch ein bisschen Pflanzenspeichel? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Ah, doch schon. So ein bisschen. Manchmal. Gut, aber wie war denn das mit dem Pfeffer? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Okay, wir gehen mal zurück. Ah, ich weiß. Ich glaube, wir müssen den einfach nur benutzen, oder? Ja, genau. Mir ist da irgendwie Pfeffer aus der Hand gefallen. Ich weiß auch nicht. Ich habe kein Taschentuch bei mir. Oh nein. Oh, das habe ich vergessen zu holen. Stimmt. Wir müssen aber ganz kurz zurück in die verlassene Hütte. Denn dort liegt eins auf dem Boden herum. Das habe ich vorhin vergessen mit einzusammeln. So ein Ärger. Aber das ist fix geholt. Und dann holen wir das Ganze noch nach. Einmal, vereinsame Hütte, nicht verlassene Hütte. Was Blödes. Wer macht mit bei der Demonstration? Hier unten ist es. Wogegen wollen wir denn demonstrieren? Gegen unsere ungerechtfertigte Verhaftung natürlich. Ja, und wir lassen die einfach mal quatschen. Wir könnten uns auch eine zünftige Straßenschlacht mit der Polizei liefern. Habe ich noch meinen Anruf? So. Bei den Mitspielen ist erst später möglich. Das werden wir dann noch sehen. Momentan sind einfach noch zu viele Spieler mit dabei. Es ist einfach kein Platz da. Wir kümmern uns erstmal um die Sachen, die wir jetzt spontan machen können. Und das ist erstmal dieses Taschentuch, das zum Glück noch nicht vollgerotzt ist. Oder nee, ich glaube, das ist irgendein Bild, das draufgedruckt ist. An den Elf abzudrücken. Wir sind schließlich galant. Ich glaube, er braucht es momentan nicht. Meinst du? Sprich mal mit ihm. Der treibt meinen Blutdruck zu sehr in die Höhe. Okay, dann geben wir ihm einfach mal die Parfümflasche. Zum Glück ist er jetzt ein bisschen verschnupft. Hier, bitteschön. Oh, danke schön. Das ist kein Parfum. Was ist passiert? Ach, war nur ein Scherz. Stimmt ja, also der Pfeffer ist jetzt wieder weg. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ach doch, ich verstehe. Das ist vollgerotztes Taschentuch und da hängt halt ein bisschen der Virus dran, ne? Das heißt, wir benutzen nochmal den Pfeffer. So, ganz unauffällig. Natürlich ist er nicht von sich aus erstmal verschnupft. Und ich habe kein Taschentuch bei mir. Denkt das aber. Und deswegen geben wir ihm jetzt das Taschentuch, nachdem er hier am Niesen ist. Und stecken ihn tatsächlich an. Ich habe hier ein Taschentuch für dich. Dankeschön, mein Junge. Ich bin entzückt. So ein entzückender Mann, der Simon. Und da läuft die Nase rot an. Jetzt ist die Krankheit wirklich da. Okay, jetzt ein neuer Versuch, denn nun ist die Nase wirklich zu und wir können es nochmal probieren. Hier, bitteschön. Gut, wir haben das Stück Holz. Wir gehen aber erstmal nach hier drüben. Bevor wir jetzt zurück zu den Greien gehen. Ich lächeln. Oder den Gewitterhexen und schauen uns die beiden Kollegen mal an. Du kommst zuerst. Ich 2-5. Du kommen. Ich 2-6. Ich gewonnen. Du nicht spielen fair. Du immer 2-6. Das ist, warum ich besser sein als du. Ich rollen Würfel besser. Du betrügen mit Würfel. Ich nicht mehr wollen spielen mit dir. Du mich nennen Betrüger? Du in Frage stellen meine Ehrlichkeit? Nein. Immer sagen, du ehrliches Gobbo. Gut. Ja, der Gobbo, der Große, der hat gezinkte Würfel und die wollen wir haben. Zweimal. Und damit er die kriegen, den wollen dein zweimal. Müssen wir ein bisschen für Streit sorgen. Selbst ich bin nicht so blöd. Nicht? Du dieses Mal zuerst. Oh, wie ging das? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen von dem Goblin-Krempel wegnehmen. Aber ich weiß nicht mehr wann. Hula! Ich schon wieder habe 2-6. Ja, wir gehen erstmal hier vorne hin. Das ist nicht sein Fair. Ich nur habe 3 und 2. Das heißt, ich wieder gewonnen. So, schauen erstmal hier und wir sehen, hier ist der Eingang in die Höhle.
den können wir natürlich erstmal betrachten gehen. Und da sehen wir zwei Freunde, die kennen wir bereits aus einer Zwischensequenz, die Wasserspeier. Wo zum Teufel glaubst du, gehst du hin? Ich hoffe, du wolltest dich nicht in die Festung schleichen. Das könnte nämlich sehr ungesund für dich werden. Du könntest dabei einige Körperteile verlieren. Wichtige Körperteile. Auch ein heißes Bad in glühender Lava wäre eine passende Bestrafung. Gut, ja, die sind traumhaft, die beiden. Ich bewunderte nur die schöne gotische Architektur. Der Boss mag es nicht, wenn jemand hier rumschlüffelt. Er wird dann schweinesauer, sozusagen. Und das wäre gar nicht gut. Also verzieh dich besser ganz schnell. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, dich zu einer unfreiwilligen Organspende zu bewegen. Gut, aber eigentlich müssten die doch wissen, wie Simon aussieht, oder? Schließlich waren die auf der Suche nach dem... Na ja, gut, was soll's. Warum so erregt, meine Freunde? Wir sind nicht wirklich gewalttätig. Was selbstverständlich glatt gelogen ist. Wie auch immer. Ab und zu überkommt uns jedenfalls ein schier unglaublicher Sadismus. Besonders dann, wenn sich die Leute über unsere Erscheinung lustig machen. Und manchmal auch einfach nur so. Das war im Übrigen dein Stichwort, Kumpel. Du kannst diesen Ort gehend verlassen oder getragen werden. Es liegt bei dir. Wem würde es denn einfallen, sich über euch lustig zu machen? Ich weiß es nicht. Wollt ihr mir etwa drohen? So könnte man es auch ausdrücken. Es ist nicht persönlich, weißt du? Wir könnten es aber natürlich persönlich machen. Oh ja, bitte. Indem wir dich ein wenig auseinandernehmen. Ja, ein wenig aufmischen. Du verstehst. Du solltest also besser schleunigst von hier verschwinden. Bevor etwas Unvorhergesehenes passiert. Ich möchte bitte ganz persönlich von euch in ein großes menschliches Puzzle verwandelt werden. Gut, ja, leider ist hier nicht mehr so viel zum Auswählen. Eben fällt mir wieder ein, ich bin geschäftlich hier. Bist du der Dekorateur? Ja. Wo ist dein Musterkatalog? Der Boss sagte, du würdest einen Katalog mitbringen. Ich, habe ihn zu Hause vergessen. Dann geh besser und hol ihn. Okay. Okay, wir wissen, wie wir reinkommen. Wir müssen uns als Dekorateur ausgeben und brauchen einen Musterkatalog. Die Frage ist, wo kriegt man hier einen Musterkatalog her? Wahrscheinlich dort, wo am ehesten normale Welt gespielt wird. Ich schon wieder. Nämlich bei den Rollenspielern. Ich sehen wollen.